Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Zilonka in unserem Erdfruchtprojekt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute der Michael dabei. Hallo, Michael. Hallo. So, dreh dich doch mal um, Michael. Oh, Freunde, ne? Jetzt sind Hipster. Haben wir alle dabei, die Hipster. Ich habe mich noch nie als Groupie gefühlt, aber es kommt jetzt, mir ein bisschen komisch vor. Aber jetzt weißt du, wie sich Groupies fühlen. So, ja, wir haben tatsächlich, ich gehe davon aus, Patrick hat womöglich, also ich hoffe einfach, dass es so ist, er hat sich nicht gemeldet, ich gehe davon aus, er hat die Couch hat ihn gerufen und er ist dem Ruf gefolgt. So eine Couch kann ja manchmal auch wie so eine Sirene sein, ne? Hier ist die Sirene des Seefahrers, ist die Couch des LS-Spielers. Ja, und oder Mark, der Supermagnet für den Heavy-Metal-Freak. Ja. Genau. Und ja, Marco, der hat heute abgesagt. Deswegen sind wir erstmal zu zweit hier in unserem Erdfruchtprojekt. Aber das ist auch nicht dramatisch. Wir haben 2,3 Millionen. Wir können also hier, Michael, wir können hier noch richtig, richtig Action geben. Wobei der Hof jetzt schon ein bisschen knapp bemessen ist. Ja, ja, also ich glaube wirklich, wir brauchen da auch noch was. Vielleicht kommen wir in den nächsten Folgen mal dazu, dass wir irgendwo gucken, ob wir irgendwo noch eine kleine Fläche finden, wo wir was neu bauen. Ich weiß auch nicht, kann man den hier irgendwie ausbauen? Hat man irgendwie auf der Gegenüberliegenden, aber hier hinten ist halt direkt der Shop, ne? Ich weiß gar nicht, was ist ja denn hier mit diesem komischen Waldackerstückchen hier? Schauen, vor allen Dingen, was steht hier für ein Bunker? Deko. Ja, toll. Ganz toll, Giants. Also, wenn Deko, dann doch auch bitte so, dass man nutzen kann. Da ist aber hier ein riesen Schloss vorgehängt. Aber hier dieses kleine Grundstück mit den Bäumchen drauf, kann man sogar kaufen. Ja, guck mal, da könnte man ja womöglich den Hof noch mal irgendwie ein bisschen erweitern, ne? Ja, so richtig gerade ist es nicht, aber ja, das kriegt man schon hin. Das kriegen wir schon irgendwie dann schick gelöst, wenn wir das haben. Warte mal, was ist denn, haben wir eine Kettensäge? Ich wollte mal gucken, ob wir das Lumberjack drauf haben. Weil wenn wir das machen, dann müssen wir das ja auch irgendwie freiräumen können, ne? Ja. Ich teste mal eben. Was ist denn im Osten so eine klassische Kettensäge? Ist das so eine Husqvarna oder auf Stiel, ne? Ich würde mal sagen, am ehesten Stiel, weil Husqvarna ist ja eigentlich eher einer der, ich sag mal, neueren Marken. Also nicht wirklich neu, aber ne, also moderneren. Also ist kein Problem. Wir könnten hier tatsächlich, ohne die Forstgeräte auszupacken, könnten wir hier beiräumen. Ja. Ich hab's getestet. Die kann man eigentlich auch die nicht, die haben eine Kollision, aber da kann man nichts machen. Das sind keine Bäume. So, bevor wir hier lange rumdaddeln, wir brauchen so oder so einen Kalkstreuer, ne? Ja, genau. Vielleicht zu Beginn zu mieten oder wollen wir direkt einen kaufen? Ja, lass uns mal einen mieten. Ich habe überlegt, ob wir da uns nochmal irgendwie was anderes überlegen. Das ist zwar schön und gut hier, so ein Predal, aber ja, komm, ich miete den mal. Wir machen ja auch Standard. Wir haben jetzt noch nicht so Riesenfelder, weil wir sagen, wir bräuchten das jetzt so enorm. Ich hau das mal so raus. Kriegen wir hier auf der Karte irgendwo Kalk? Ne, wahrscheinlich eine Standardkarte nicht. Ne, musst du wirklich am Shop kaufen in Palettenform, oder? Oh Mann, ob es hier irgendwas gibt. Ich hab's noch nie ausprobiert. Supermarkt. Ja, bei den üblichen Stellen. Nur was zum Abladen, aber Kaufstellen. Kartoffelverarbeitung. Biomasse. Also ich wüsste nicht wo. Ja. Konservenfabrik. Nee, das ist aber auch nicht üblich tatsächlich, dass man auf den Giants Standardkarten irgendwo Stellen hat, wo man was bekommt. Oh, aber auf der zum Beispiel
Wie heißt die Startmap, die wir auch im 19er schon hatten? Die Erlengrad. Erlengrad. Da hat man ja direkt unten, wo das Sägewerk ist, auch eine Kalkkaufstation. Ja, ich habe die zu wenig. Also die Erlengrad halt, weiß ich, habe ich nicht intensiv genug gespielt. Ja, wir haben eine Zeit lang gespielt, aber das kann sein, dass, ja, du hast recht, da war was. Aber würdest du hier irgendwo auf der Karte was sehen, wo das möglich ist? Mm-mm. Aber warte, normalerweise kann man doch die Frucht sehen. Moment. Kalk. Keine Verkaufsstellen verfügbar. Oh. Ja, dann. Klassischer Weg. Ja, ja dann. Ja, tschüss mal. Ne? Ja, mach das mal. ja, ich glaube, dann könntest du wirklich anfangen, auch direkt unsere Felder zu kalken. Wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, liebe Zuschauer, es ist wirklich blöd, dass wir jetzt nachträglich über die Dämme hier fahren zum Kalken. Das hätten wir natürlich vor der Ansaat und vorm Grubbern machen müssen. Das wäre die richtige Variante gewesen. Also bitte, wir haben es einfach verdaddelt, vergessen. Möchte jetzt aber nicht ohne Kalk hier. Gerade bei Erdfrüchten, da ist ja, da sind 10% durchaus eine ganze Menge, deswegen lassen wir das nicht wegkommen. Wir werden das jetzt mal kalken und dann könnten wir eigentlich auch schon überlegen, ob wir hier mit dem nächsten Feld beginnen, ne? Mit dem großen, ne? Ja. Das wird ja ein längerfristiges Projekt. Ich gehe auch davon aus, dass wir zwei das wahrscheinlich nicht beenden werden. Die Frage ist, ich würde gerne einen von den anderen Geräten mal ausprobieren. Wir haben ja diesen Vierer. Der ist auch direkt teuer, ne? 181.000 mit den vier Paletten. Ja, und ist auch nur ein Einreiher, ne? Ja, oder wir probieren den Zweireiher aus. Da müssen wir halt einen Abfahrer dabei haben. Genau. Ja, was meinst du denn? Wir haben auch irgendeinen geliehen, ne? Können wir direkt. Ne, wir haben gemietete Geräte. Ne, wir haben nur diese Palettendings geliehen. Den anderen haben wir echt. Ach, den hatten wir schon, ne? Ne, hatten wir nicht, den haben wir gekauft. Haben wir den gekauft? Den mit der einen Kiste dran, glaube ich, den haben wir als Startgerät gehabt. Ah, okay. Gut, aber was hältst du davon, wenn wir den Zweireiher sonst mal mieten? Ja, gerne. Das würde aber auch bedeuten, dass man uns das keiner alleine machen kann. Was okay ist, dann bräuchten wir aber jetzt nicht vorher kalken. Ja, dann ich fahre nur mal gerade den Kalkstreuer dann hier an den Hof und dann wechsle ich auf ein LKW oder auf einen Anhänger. Das können wir dann. Ja, dann laufe ich mal zum Hof und suche mal einen entsprechenden Traktor, mit dem ich dann das Gerät ziehen wert. Ne? Ich glaube, vielleicht nehme ich sogar den Fiat direkt, oder? Ach, guck, ich wusste, wir brauchten was. Wir wollten nämlich den Fiat von Eduardo draufnehmen. Ah, anstelle von dem von Giants. Ja, genau. Das haben wir noch. Ist von Hause aber eigentlich derselbe Traktor, nur eben natürlich modmäßig ganz anders aufgemacht. Ne? Ja, der von Eduardo ist tatsächlich vom Sound her auch schicker. Ja, bitteschön. Danke. Okay. So, dann nehmen wir mal das Auto. Autodrive brauchen wir ja nicht. Ich habe übrigens wieder schöne Weihnachtsmusik im Hintergrund laufen. Ich stimme uns schön auf das Fest ein. Das machen die wenigsten Leute. Ich kümmere mich drum. Alles klar, wunderbar. Dann würde ich mal einfach den alten Russen hier wählen und so als Abfahrer. Wenn du nichts dagegen hast. Ja klar, das ist ja ein tolles Gerät. Den haben wir ja jüngstlich erstanden. Ja? Genau. Das ist schon hervorragend, wie wir das so gemacht haben. Und dann in unsere Fabrik das Ganze bringen, würde ich mal sagen, ne? Genau, das sind auch, wir haben hier auch wieder Pastinaken, ne? Die Frage ist natürlich, obwohl das könnten wir in der nächsten Ernte machen, wir pflanzen ja jetzt wirklich unterschiedliche Früchte auch an, dann
Wir haben ja noch die Seniorenkostfabrik, die haben wir ja dran gedacht. Aber je nachdem, wie das so läuft hier, könnten wir ja überlegen, ob wir die sonst zumindest die Tage mal aufbauen. Ja. Warte, muss man eben erst die Bahn einstellen. Und das müsste ja eigentlich passen. Guck ich mal. Ach, guck mal, das hat, ich glaube, der hatte tatsächlich richtig gemacht. Ich guck mal eben, wie viel er eingestellt hat. Ich versuchte die direkt zu optimieren. Beim letzten Mal hatten wir Arbeitsbreite 1,5 Meter. Die hat er wahrscheinlich eingestellt. Ich nehme 1,8. Ich teste das. Und dann gucken wir, ob wir das hinkriegen. So. Ja. Die Kiste ist hier senkt. Ich starte mal mit der Ernte. Ja, ich glaube, der muss erstmal die Geschwindigkeit kalibrieren. War das 10 oder 8 km/h? 10. Der fährt sogar 10. Der andere hatte 8. So, bitte. Das ist ja ein riesen Boost. Ja. So, müssen wir eben gucken. Guck dir das an. Was der hier durchfräst. Tatsächlich, 10, ich meine, der andere hatte wirklich 8, ne? Ich guck mal eben. Warte, du fährst schön nebenher und ich guck mal eben rein. Ja, ja. So, 10 km/h. Ah, guck mal, die kleinen Einreiher, die beiden, die wir hatten, die fahren 8. Aber der mit dem Bunker fährt schon 10. Und der Einreiher mit den vier Kisten fährt auch 10. Na, guck mal, da sind die Unterschiede. Da muss man erstmal drauf achten, auf so etwas. Ja, in der Tat. So, wie weit sind wir denn hier vom Feldrand entfernt? Ja, guck mal. Und bist du schon gleich voll? Aber 14% erst. ich weiß auch gar nicht, wie der Ertrag hier von dem Feld gerade ist. Wahrscheinlich ist wenig gemacht auch, ne? Zumindest kein Unkraut drauf, weil hier sehe ich ja die abgestorbenen Unkrautreste. Ja. Wir hätten theoretisch auch noch einen Anhänger für den Ural. Könnten wir uns theoretisch auch noch organisieren. Schön in dem im ähnlichen Design. Soll ich den nachher mal gucken, was der so kostet? Ja. Gerne. Das Schöne ist ja, die Kollegen sind nicht da. Die können mich nicht aufhalten. Du bist der einzige Michael, der mich aufhalten könnte. Das heißt, ist das eine Aufgabenstellung jetzt gerade? Nee, nee, nee. Deine Aufgabe wäre jetzt zu sagen, Mario, in welcher Welt wäre das möglich? Ich kenne einen Mitspieler, der wird mich vom Hof jagen, wenn ich jetzt das wiederholen würde. Der ist aber nicht hier, oder? Nee, so. Der ist nicht hier. Ah, damit 10 km ist auch deutlich dann, ne? Da bin ich schon. Ach, guck mal hier, jetzt ist. Können wir mal gucken. Meiner bleibt irgendwas links noch stehen, oder? Ja, jetzt ist eine Reihe stehen geblieben. Das Feld ist tatsächlich nicht schnurgerade, was wir gedacht hätten. Müssen wir nochmal einmal nachziehen, die Bahn. Ja. Weil das ist ja nicht viel, das ist ja nur so eine kleine Ecke. Fahren wir eben die Kiste zurück hier. Dann fahre ich auch direkt rückwärts. So, wo ist denn hier Ende? Ist doch hier irgendwo. Da. Ja, jetzt genau da vorne. Ich fahr schon mal los, weil das ist ja sowieso erstmal, dass der erstmal hochlaufen muss, ne? Ja. Wollen wir hier diese Kante mitziehen? Rechts Kante. Rüber?
Ja, das wir hier so ein bisschen Vorgewände quasi mit haben, obwohl das eigentlich. Ach so, ja. Nee, das macht man nicht. Guck mal, das sind alles in Reihen und wir nehmen ja Reihen auf. Wir nehmen ja nicht quer zur Reihe auf. Und wir haben hier natürlich zum Wenden eigentlich relativ viel Platz. Ja, eben. Und, war ein unnötiger Vorschlag. Und guck mal hier, wir haben auch. Das Schöne ist tatsächlich, dass zwischen diesen Feldern wirklich Bahnen sind, dass dann auch wirklich einer daneben herfahren kann. Mhm. Gut. Ja, überhaupt, ne? Sind hier fast überall Feldwege dazwischen. Ja. Moment, ich setze auch mal zurück. Ich muss ja mal eben gucken. Nehmen jetzt die Bahn, auch wenn die jetzt nicht alles mitnimmt. Weil das die Bahn ist, die auf die Breite mitpasst. Ich kann ja ein bisschen hochfahren, dann hast du ein bisschen mehr Platz. Oh, besser, ne? Ja, ja. Guck mal, es könnte aber sein, dass jetzt gerade. Er nimmt aber noch was auf. Ja, wir fahren dann jetzt die Bahn, ne? Das auch nachher sauber ist. Auch wenn jetzt wahrscheinlich genau. Nicht viel ankommt. Aber zumindest haben wir danach, braucht man nicht mehr permanent umstellen. Ja, genau. Das Gerät gefällt mir. Ja. Oh, guck mal, ich wollte mal einmal hier nach dem Anhänger gucken. So eine Kapazität muss es schon sein. Ich weiß gar nicht, welche Räder hat denn. Ich muss mal eben bei deinem Fahrzeug gucken, welche Räder du da drauf hast. Okay. Das passt. 8500 können wir uns leisten, ne? Ja. Wollte gerade noch möglich sein. Wüsste mal gerne, was der hier zieht, weil hier gerade in der. Was kommt was an, ne? Naja. Sehr langsam, ne, weil. Dürfte nur auf dem rechten und da noch nur eine Kleinigkeit noch aufnehmen. Aber es wird mehr. Aber gut, es ist die Bahn. Ich bin gespannt, ob der gleich mit der Breite, die ich jetzt aufgenommen habe, ob das hinhaut. Ich habe ja von 30 cm erhöht. Mhm. Das Ding ist, dass normalerweise denkt man, hey Mario, 30 cm, was soll das, Bahn hoch und runter? Aber das ergibt wirklich Sinn bei solchen schmalspurigen Maschinen, da sollte man wirklich alles ausnutzen, was Giants als Puffer eingeplant hat. 30 cm auf die ganzen Reihen hoch und runter macht schon eine ganze Menge aus. Das sind ein paar Bahnen, die man spart, ja. Ja, das sind in dem Fall fast 20% mehr. Ist dann schon wichtig. Mit dem, was ich jetzt hier drin habe, werden wir nach oben nicht mehr ganz kommen. Ja, ist nicht schlimm. Wir setzen jetzt erstmal an und dann fahren wir das Stück, wie weit wir kommen. Passt das schon. Ja, so berghof tut der jetzt sich schon auch ein bisschen schwer, den hier ranzuziehen. Trotzdem finde ich den als den idealen Traktor für dieses Gerät. Ja, das ist ein schöner Traktor. Also, oder so. Von dem, was wir hier haben, auch. Ja. Na, guck mal, ich glaube, das passt aber. Gucken wir mal auf der Karte nach. Auf der Karte sieht es sauber aus. Das heißt, mit den 1,8 Meter. Jetzt nimmt er natürlich gerade drei Reihen hier auf, optisch. Kann natürlich dann optisch wirklich zu
den Versatz führen. Ja. Aber das haben wir ja beim letzten Mal schon gemerkt, dass man da nicht stur nachgehen darf, dass die optisch die Pflanzen dann weggehen, weil ansonsten baut man sich immer wieder Lücken ein, wo man was liegen lässt und so. Ja, das ist so. Ja, schon gut so. Jetzt sollte auch richtig was gerade reinkommen, oder? Jetzt haben wir die erste volle Bahn. Naja, ich bin jetzt schon bei 75%. Ja, guck. Sag mal bei 95 Bescheid, dann halte ich an. Ja. In dem Nachlauf. So, liebe Zuschauer, aber für euch sollte das gewesen sein. Wir haben jetzt schon, wir haben noch gar nicht so viel gemacht, ne? Das kommt mir überhaupt nicht viel vor, aber wir sind schon wieder 20 Minuten unterwegs. Liebe Zuschauer, wir brauchen ja noch einen Kalkstreuer, ne? Wenn ihr da eine coole Idee habt, einen coolen Mod, der da irgendwie passt, irgendwie was anderes als Bredal. Also ich hätte, ne, guckt mal bitte. Ne, schreibt es gerne rein in die Kommentare, wenn ihr da was Witziges habt. Und dann lasst uns ein Däumchen da und dann sagen wir Tschüss für heute. Tschüss. Wie üblich, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye und ade.